Mein Name ist Wolfgang Laudern, bin Stabsfeldwebel der RAG Sanitätsdienst Nord, einer ausschließlich aus Reservisten bestehenden Sanitätseinheit hier in Lüneburg in der Theodor-Körner-Kaserne. Eines unserer Aufgaben ist es eben auch, die zivil-militärische Zusammenarbeit, das Zusammenwirken der Hilfskräfte untereinander zu pflegen und auch zu intensivieren. Und wir haben uns dann gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk, den Reservisten der Bundeswehr und dem Deutschen Roten Kreuz überlegt, gemeinsam eine Übung hier zu machen, wo eine Explosionslage stattgefunden hat mit 20 verletzten Personen verschiedener Kategorien und Verletzungsmustern. Und dieses Zusammenwirken war das Ziel, dass wir es gemeinsam einmal durchspielen und die Übergabe der Patienten dann an das Rote Kreuz und den zuständigen Behandlungsplatz, der errichtet wurde, dann auch einüben. Man muss dazu wissen, dass hier gerade bei uns ein Lehrgang für Reservisten stattfindet zum Einsatz Ersthelfer Alpha, also ein Sanitätslehrgang, die wie alle anderen auch mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen wurden und das Erlernte hier heute anwenden durften. Aus meiner Sicht bislang, die Übung läuft noch, hat das alles hervorragend geklappt und wir sind guter Dinge, dass wir nachher bei einem warmen Getränk, denn es ist doch schon ziemlich kalt, und etwas Warmes zu essen, dann noch viele Gespräche führen würden. Der soll herkommen.